Willkommen zu einem neuen Tutorial von Warframe. Genau. Lang ist her. Da bin ich auch lang. Doch, wo wir das letzte Tutorial gemacht haben. Ja, schon ein Weilchen her. Und zwar kam ja auch in den Kommentaren eben die Frage auf, gerade was man eigentlich in den Relays auch alles machen kann, beziehungsweise was dann auch dementsprechend für Währungen da drin sind und weiß Gott alles. Deswegen macht man dann noch einen kleinen Crashkurs. Also es gibt zu einem, also zum Beispiel hier in der Haupthalle, gibt es den Void-Händler und dem seine Währung, die man eben dafür braucht. Können wir gucken, der ist heute nämlich zufällig da. Das kann man dieses Wochenende kaufen bei ihm. Ja, also für uns jetzt nicht so geil, die Prisma-Krakate auch nicht so gut, aber so viel zu dem Punkt. Je nach Mod oder Waffe kann da schon ordentlich ins Geld gehen. Nicht nur Credits, sondern auch Dukaten. Dukaten ist so die, wie soll ich sagen, die neue Währung, um eben auch an seltene Mods zu kommen teilweise. Also all die Event-Mods, Ruck und so weiter waren da auch alle schon dabei. Und die Dukaten kriegt ihr eben nur, wenn ihr hier eure... Ich war gerade drin. Ja, bleib auch drin. wenn ihr hier eben eure Blauposen verkauft, das macht natürlich nur Sinn, wenn ihr die doppelt habt. Ne? Nicht, dass ihr jetzt die Dinger farmt, ihr habt die noch gar nicht gebaut und verkauft die am Wunder. Doch, sehr sinnvoll. ja, eben, also es lohnt sich wirklich nur, wenn ihr die Dinger doppelt habt und dann könnt ihr hier eben eure Prime-Gegenstände, Blauposen, Bauteile gegen Dukaten eintauschen. Ja, also das ist schon mal zu dem ersten Zahlungsmittel auf dem Relay. Dann machen wir einen ganz kurzer Schwenk, am besten zu den Syndikaten. Folge mir, ein Padawan. Mich. So, also grundsätzlich ist bei jedem Syndikat gleich aufgebaut. Gleich am Anfang findet man nicht immer einen noch von den, wie soll ich sagen, Arbeitern, bei denen man theoretisch gewisse, wie soll ich sagen, Marken eintauschen kann. Die heißen immer je nach Syndikat unterschiedlich. Und bei, ich glaube, Arbiter Hexes ist das, gibt es eben diese Medaillons. So, es ist so, diese Medaillons oder auch andere Marken, die es eben bei unterschiedlichen Syndikaten gibt, findet man nur in Syndikatsmissionen. Und die sind meistens auch immer ein bisschen versteckt. Yeah. Ja. Und dann gibt es da vorne bei den Syndikaten eben entsprechend, na, das, was man eigentlich auch schon vom Schiff kennt, die entsprechenden Sachen von den einzelnen Syndikaten. Ja. Ihr kriegt diese Syndikatspunkte, die ihr da jetzt links seht, auch nur, wenn ihr das entsprechende Emblem ausgerüstet habt. Entweder auf der Brust quasi. Oder auf dem Kreuz. Ja, oder auf dem Kreuz. So als Beispiel, ich habe zum Beispiel jetzt bei mir auch vorne drauf, zum Beispiel. Wow, ich kann mich. Ja, auf der genau. Brust. Aber man kann es auch hinten drauf machen, so wie man das eigentlich dann lieber haben möchte. Okay, so. Und wie gesagt, ist bei allen Syndikaten gleich aufgebaut. Am Anfang kann man da quasi die Marken eintauschen und am Ende eben ja, das Angebot durchwühlen. So, dann gehen wir mal... Kaffee. Beziehungsweise, nee, einmal kurz noch hier rein. Das gibt es jetzt auch noch nicht so lange. Und zwar ist das hier der Konklave-Halle. So, Konklave ist natürlich nur PvP und deswegen unglaublich. Sehr beliebt. Genau. Links seht ihr die Rufpunkte. Wie ihr hier seht, Jens spielt ganz viel PvP. Mhm. Ultra viel. genau. Und also ihr kriegt da durch Spielen eben die entsprechenden Rufpunkte. Ihr könnt ihr aber auch entsprechend Emblems oder Siegel kaufen. Und durch die Erfahrungspunkte dann euch spezielle PvP-Mods kaufen, die eben dann auch nur im PvP-Modus gelten. Okay. Als Affe. Ja, jetzt gehen wir Affe. Du warst ein Affe. Affe? Wo? So. Dann haben wir hier einmal links Darbo. Da muss ich jetzt sagen, das ist jetzt nicht so viel Erklärung notwendig. Und das, was er da hat, kaufen, wer es nicht will, das ist blame. Ja, also da gibt es eigentlich immer besondere Angebote. Letztendlich sind es eigentlich nur so, ja,
Rabattaktion. Also. Braucht kein Schwein. Ja. Ihr farmt euer Zeug sowieso. So, jetzt kommt hier eigentlich, zumindest finde ich, das Interessanteste im neuen Ding, weil das auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, Endgame-Content ist. Und zwar kann man zu einem hier persönliche, oder ich muss andersrum anfangen, der Raum hier gehört Zephon und Simaris und man kriegt hier Erfahrungspunkte, indem man bestimmte Gegner oder halt generell Sachen scannt. Man bekommt aber für gewisse Dinge mehr Punkte, wenn man beispielsweise hier, wo du gerade drin warst, entsprechende Ziele festlegt. Oder Simaris dann entsprechend in Missionen sagt, es gibt ein besonderes Ziel, was man scannen muss. Und da ist natürlich jetzt überhaupt nicht im Weg. Nein, da ist ja auch immer im Weg. entsprechende Ziele in der Mission da sind, dann kann man die scannen und dann gibt es besonders viele Punkte. So, jetzt ist es so, dann gehen wir ganz kurz nach oben. Ihr braucht auf jeden Fall immer die Synthese-Scanner, sonst bringt das alles nichts. Das heißt, ihr müsst auf jeden Fall Credits investieren, um die Scanner zu haben. Ansonsten könnt ihr dadurch eben keine Rufpunkte erfahren. Ja. Das Coole eben, jetzt sage ich jetzt mal bei Zephon und Simaris, ist eben, dass er einmal einen Helios-Skin direkt Platin auszugeben. das Ding. Und zum anderen gibt es da seit kurzem auch eine ziemlich coole Waffe, und zwar die Simulo. Das ist so eine Art Vortex-Waffe. Und deswegen eigentlich auch ganz lustig. Vor allem, weil eben auch die Kugeln stacken. Ja. Dementsprechend eigentlich auch kostenlos ist. Also, die zu kaufen. Dauert halt nur. Dauert halt nur, klar. Aber deswegen eigentlich ganz cool. Was denn? Ich werde es ja nicht holen. Ach komm, guck, ich habe schon diese Woche angefangen. Ich habe jetzt 26.000. Ist doch mega, was du machst. Genau, so. Und dann kann man hier noch in dem Raum, falls man Lust hätte, die ganzen Meisterschaftsränge nochmal machen, die man schon gemacht hat. Ja, ja, unbedingt. Ja, das richtig Coole ist ja, dass das Ganze eigentlich schon bis 29 hochgeht. Ja, also schon. Also momentan das maximale Level am Meisterschaftsrang ist 29. Nur, also es geht momentan rein faktisch noch nicht, weil eben die Waffen und die Warframes fehlen, um diese. Wenn man das hier ist, ist nicht mit der Warframe im Bild, sondern die Eier. Ja, genau. Ja. Jo. Ansonsten gibt es in den Relays eigentlich nichts mehr. Man kann hier quasi auf eine Sternenkarte drauf zugreifen, aber das ist jetzt auch jetzt eher uninteressant. Mehr gibt es hier jetzt eigentlich nicht zu farmen, zu holen. Ja, also wie gesagt, der Void-Händler ist so mit den Dukaten ziemlich cool. Meistens zumindest. Diese Woche war es eher nicht so für uns. Und kommt aber auch nur alle 2 Wochen auf unterschiedlichen Relays. Ja, also fällt dir noch was ein? Sieht so aus. Ich wusste nicht mal, dass es die Scheiße gibt. Sieh ich mal. Okay, also dann. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Warframe. Genau.